Jeden Montagmorgen bin ich müde und matt. Den Dienstag hab ich schon vom Namen her satt. Ja, Mittwoch ist der Nerv zur Hälfte geschafft. Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und platt. Doch nach dem Freitagsstress ist es vollbracht. Es ist endlich Samstag, das ist Fahrtag, endlich frei. Es ist endlich Samstag, das ist mein Tag, es ist geil. Es ist endlich Samstag, das ist dein Tag, das ist mein Tag, sei dabei. Es ist endlich Samstag. Hi, ich bin's Winnie und ich habe eine Band hier in Bamberg. Unsere Sängerin Pip kommt ja eigentlich aus München, aber ihre Eltern haben immer wieder Stress miteinander. Deshalb wohnt Pip jetzt erstmal hier bei ihrer Tante Sophie und meinem Onkel Ludwig. Glück für uns, denn sie singt einfach klasse. Letzten Samstag hatten wir unseren ersten großen Auftritt. Unser neuer Song ist richtig gut angekommen. Ich hoffe ja, dass Pip noch lange hier bleiben kann. Aber es ist alles nicht so einfach in unserer Familie. Das fängt schon bei meinem Vater und seinem Bruder Ludwig an. Die kriegen sich permanent in die Haare, seit ich denken kann. Und da soll Pip sich wohlfühlen? Naja, ich bin ja auch noch da. Pip, wir müssen los. Lass mich in Ruhe. Pip, wir müssen zur Probe. Ich kann heute nicht. Du kannst nicht. Bist du krank? Soll ich meiner Mutter Bescheid sagen? Nein, ich will nur nicht. Ich habe keine Lust. Los, geh schon. Moment mal, was soll das heißen, du hast keine Lust? Los, jetzt steh auf, jetzt komm, raff dich auf. Das ist sowas von lächerlich. Ich habe nur zu Frank gesagt, er soll endlich wieder mit Ludwig reden. Geht mir echt auf die Nerven. Meinst du mir nicht? Und dann war aber was los. Er gleich auf 180. Das Ganze wäre nicht seine Schuld. Ludwig bräuchte sich ja nur bei ihm entschuldigen. Kennst ja die ganze Litanei. Also habe ich ihm gesagt, er soll sich sein Essen selber kochen. Darf ich? Ja. Los, los, hier verschwinde. Entschuldigung. Ich geb's auf, die beiden zur Vernunft zu bringen. Hallo, Tante Rosa. Sag mal, Mama, was ist denn mit Pip? Wir haben gleich Bandprobe und sie will nicht aus dem Bett. Dann lass sie zufrieden, ihr geht's heute nicht so gut. Na schön. Keine Diskussion, du packst hinten im Laden die neue Ware aus und preist sie aus, ist das klar? Aber ich muss zur Probe. Vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Heute ist einer von diesen Tagen. Ich muss was besorgen, außerdem muss ich kochen. Rosa ist heute nicht da, also keine Extratouren, du bleibst hier. Und die Preisliste, die ist hinten an der Kasse. Aber das kannst du doch nicht machen. Weißt du, Rosa, ich dachte, wenn Pip ihre Eltern nicht mit nach Ägypten zu dieser Grabungsstelle begleitet, sondern stattdessen hier bei uns in Bamberg bleibt, dann hat sie vielleicht mal eine Auszeit von diesem Dauerdrama. Aber nein, heute früh ruft ihre Mutter hier bei uns an, aus Ägypten, und jammert Pip die Ohren voll, wie furchtbar der Papa doch ist und dass sie sich jetzt doch scheiden lassen will. Nein, Scheidung? Oh ja, sieht ganz danach aus. Aber gleich Scheidung, muss das sein? Ach, was weiß ich, die müssen selber wissen, was das Beste für sie ist. Aber Pip damit reinzuziehen, ich finde das... Ja, das ist schlimm. Pip ist natürlich total durch den Wind. Sie liebt ihren Vater doch. Und ihre Mutter erzählt ihr, wie furchtbar er angeblich ist. Ich habe versucht, mit Pip zu reden, aber komm nicht an sie ran. Suse? Ja, ich bin's. Du, ich kann nicht zur Probe kommen. Papa hat mich verdonnert, den Laden zu hüten. Was? Die sind auch noch nicht da? Das gibt's ja nicht. Du, warte, Lorenz kommt gerade rein. Ich klär das. Tschüss. Sag mal, wieso bist du noch nicht bei der Probe? Ja, dasselbe könnte ich dich fragen. Ich hab keine Zeit. Du kennst ja meinen Vater. Egal. Aber was ist mit dir und Pip? Wieso seid ihr nicht längst los? Sie will nicht. Die Gnädige liegt im Bett und will nicht aufstehen. Sie hat keine Lust. Was? Das gibt's doch nicht. Also, manchmal frage ich mich echt, ob wir mit Max nicht besser dran wären. Die ist wenigstens nicht so launisch. Also, nee. Damit kommt Pip nicht durch. Also kurz auf den Laden aufpassen. Ich gehe rüber und schmeiß sie aus dem Bett. Nur 5 Minuten. Winnie, wenn mein Vater mich hier sieht, dann ist die Hölle los. Gut. 4 Minuten. Wie geht's? Hey, was fällt dir ein? Raus aus meinem Bett, spinnst du? Ich will's mir nicht gemütlich machen. Los, raus aus deinem Bett. Unsere Probe. Nein, ich kann nicht. Fieber hast du keins. Lass mich in Ruhe. Was geht dich das an? Mich geht das sehr wohl was an. Ich bin der Manager. Schon vergessen? Mann, ich kann eben heute nicht. Aber nee, Pip. Entweder du erklärst mir was Wichtigeres als unsere Band, oder du kommst jetzt mit. Du kapierst das nicht. Nee?
Mach ich nicht. Entweder du sagst mir warum oder ich bleib hier sitzen stundenlang. Hey! Lass das! Hey, okay, okay, ich geh ja schon. Du bist so ein... Du, ich habe jetzt keine Zeit zum Diskutieren. Ich muss sie einfach begleiten, sonst geht sie nachher doch nicht hin. Gut, ich bin gleich wieder da. Naja, also gut. Ach, übrigens, du musst nur das Zeug hier ein bisschen wegräumen. Was? Und die Preise kommen in den kleinen Plastikaufsteller. So, hier ist die Preisliste. Ach, verdammt! Mein Fahrrad ist im Eimer. Ja, nimm das alte Rad von meinem Vater, das steht im Hof. Aber beeil dich, Winnie. Du bist mein Retter! Hörst du? Wir sind schon voll auf der Rolle. Da wären wir. Ich brauche keinen Aufpasser. Da geht's lang. Spinnst du? Was ist mit dir los? Du bist ja sonst nicht so zickig. Ist das mit deinen Eltern? Haben sie schon wieder gestritten? Hey, lass mich bloß in Ruhe. Ihr habt es gerade nötig. In eurer Familie streiten sich doch andauernd alle. Bei uns ist alles in Ordnung. Aber was ist es denn, Daniel? Lass mich, ich gehe ja schon. Bist du im Straßenlärm entdeckt? Was sich unter den Geräuschen eine kleine Melodie versteckt. Geh nah ran mit deinem Ohr, dann sing ich sie dir einfach vor. Halt! Halt, stopp! Pip, das war wieder zu spät. Du musst nur besser aufpassen. Los nochmal! Bist du im Straßenlärm entdeckt? Halt! Mann, Pip, hörst du nicht zu? Du musst auf der 2 rein, sonst funktioniert das nicht. Ach ja? Ich kann aber nicht. Ich wollte überhaupt nicht kommen. Egal, ob das hier für euch funktioniert. Aber wenn wir nicht endlich mal ernsthaft proben... Ja? Was ist dann? Dann macht ihr nicht die große Weltkarriere, von der ihr alle träumt, oder was? Was geht mich das an? Wow, was für ein Ausbruch. Kannst du noch mal den Anfang wiederholen? Was? Lasst mich doch alle in Ruhe! Was sollte das denn? Spinnt die? Also echt, was glaubt diese Münchner Tussi eigentlich, wer sie ist? Erst entschuldigt sie sich nicht, dass sie zu spät kommt und dann zickt sie hier so rum. Ela war noch total nett zu ihr, so mies wie die gesungen hat. Müssen wir uns das gefallen lassen? Pip hat irgendwas. Ich hätte sie nie mit zur Probe schleppen sollen. Ich rede nochmal mit ihr, ja? Bitte, Ela. Neue Probe um 3, okay? Ach, und dann warten wir hier eine Stunde, bis die Dame auftaucht. Soll ich nicht lieber Max anrufen? Also heute kannst du jede anrufen. Heute singt jede besser als Pip. Ja, das war ja nur nicht zu überhören. Du hast dich wohl noch nie verspielt. Nö. Mensch, Leute. Ela hatte mal einen schlechten Tag, oder? Hm? Patze, ich krieg das schon wieder hin. Hm? Klar, habe ich auch mal einen schlechten Tag. Aber für Max kam die Band immer in erster Stelle. Habe ich da was verpasst? Ich dachte mal, Max hat die Band verlassen. Oder habe ich geträumt? Seid doch nicht so unfair. Ja, tschüss. Oh, Scheiße. Die kostet ja noch viel mehr. Halt, sie da mit der Gitarre. Warten Sie mal. Wie geht das? Das ist doch unerhört. Sie packen ja hier die ganze Straße zu. Da kommt ja kein Mensch mehr durch. Das gibt's doch nicht. Hey, stopp! Halt, warten Sie! Was glauben Sie denn eigentlich? Wir haben so wenig bezahlt. Also, das ist ja richtig kriminell. Ich werde Ihnen die Polizei auf den Hals schicken. Lorenz! Was machst du denn hier? Wo ist Vinny? Ich habe... Ich wollte... Das tut mir leid. Was ist das überhaupt für ein Saustall? Winnie kommt bestimmt gleich wieder. Was? Er wollte nur kurz zur Probe. Winnie hat den Laden im Stich gelassen und du hast den Kunden allein bedient.
Lorenz Martin, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst dich nicht in die Geschäfte von Winnie hereinziehen lassen? Der Junge hat ja eine Aufgabe. Du kannst doch nicht einfach die Kasse offen stehen lassen und gehen. Lorenz Martin, du hast hier nichts verloren. Du sollst Winnie in seiner Faulheit nicht noch unterstützen. Lorenz, los, komm raus hier, das musst du dir nicht sagen lassen. Und von dem schon gar nicht. Lorenz, sag deinem Vater, ich kann mich hier aufregen, wie ich will, weil du in meinem Laden Mist gebaut hast. Sagst du bitte deinem Onkel, dass er von Glück sagen kann, wenn ihm überhaupt jemand hilft in seinem Chaos hier. Sonst wäre er nämlich schon längst pleite. Und er hätte mal lieber bei seiner Musik bleiben sollen, aber... Ach nee, da wäre er ja auch pleite ohne mich. Was? Ja, er hat nämlich überhaupt gar keinen Geschäftssinn. Lorenz, sag deinem Vater, dass er immer nur ans Geld denkt. Und wenn er damals den Mumm gehabt hätte, das Geschäft unserer Eltern zu verkaufen, dann wären wir auf Tournee gegangen, wie es vereinbart war. Dann wäre er heute nicht so ein geldgieriger alter Miesepeter. Und ich könnte in Frieden mit ihm leben. In Frieden leben? Du hast mich doch damals gezwungen, den Laden bzw. das ganze Haus unserer Eltern auf diese blödsinnige Weise zu teilen. Aus kindischer Rache, weil ich mit dir nicht mehr über die Dörfer tingeln wollte. Ich habe satt, so ein Quatsch. Du solltest es endlich zugeben und dich bei mir entschuldigen. Lorenz, sag deinem Vater, dass ich erst wieder mit ihm rede, wenn er sich bei mir entschuldigt. Ja? Tritt nur unsere Vergangenheit mit Füßen. Du bist so ein... Was soll das, Lorenz? Um bei uns im Geschäft zu arbeiten, hast du keine Zeit. Aber bei denen, ja? Ich wollte Winnie doch nur helfen. Ach ja, und wann hilfst du mir und deiner Mutter? Es wird sowieso Zeit. Irgendwann musst du den Laden übernehmen. Und dann... Ich werde diesen Laden nicht übernehmen. Ich will Musik machen, verdammt. Ach ja, hängst du deswegen dauernd bei meinem Bruder rum? Das war die letzte, die einzige, die es noch gab. Lorenz, sag deinem Vater, dass er mir den Schaden ersetzen muss. Frag deinen Onkel, welchen Schaden? Vielleicht diese alberne Single da, hm? Sag deinem Vater, dass er mir nichts vormachen kann. Er hat ja nur Angst, es zuzugeben, denn das war das einzig Gute, was er jemals in seinem Leben gemacht hat. Was? Und jetzt tut er so, als sei Feinkost sein ganzes Leben einfach lächerlich. Frank Ludwig, was brüllt ihr hier so rum? Ich kann euch hören. Du musst in den Laden. Krach ist nicht gut fürs Geschäft. Ach, mein Herr Bruder glaubt wohl immer noch, er wäre ein großer Rockstar geworden. Immer noch besser als ein verbitterter alter Spießer, der seinem Sohn das Musikmachen verbietet. Für den ist doch jeder ein alter Spießer, wenn er sich um sein Geschäft und seine Familie kümmert. Du möchtegern Musiker. Möchtegern Musiker? Sind ihr denn alle in dieser Familie? Ihr geht mir so auf die Nerven. Ihr seid alle ätzend. Müssen sich denn immer alle andauernd streiten? Seid genau wie meine Eltern. Recht hat sie. Du verschwindest jetzt hier, Ludwig. Ab nach oben. Und du, Frank, zurück in meinen Laden. Hey. Ihr wollt erwachsen sein? Lasst mich bloß in Ruhe. Bevor ich so werde wie ihr, bringe ich mich lieber um. Pip, wo willst du denn hin? Das arme Mädchen. Hast du Pip gesehen? Ja. Sie hat Ludwig und Frank angebrüllt und dann ist sie auf und davon. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Was ist los mit ihr? Sie ist heute total komisch. Es ist nicht leicht, wenn die Eltern sich scheiden lassen. Scheiden lassen? Pips Eltern? Sie hat nichts davon gesagt. Sie spricht ja auch mit niemandem. Obwohl, heute früh hat sie den ganzen Morgen mit ihrer Mutter telefoniert und versucht, ihr die Scheidung auszureden. Aber das ist doch total sinnlos, wenn die sich wirklich scheiden lassen. Seit heute Morgen sieht's ganz danach aus. Arme Pip. Wenn sie wenigstens Geschwister hätte. Hat sie aber nicht. Sie hat nur die Band. Winnie, komm mal her. Oh, ist doch gut. Jetzt komm schon. Was willst du denn? Ich habe missgebaut bei euch im Laden. Was? Wie missgebaut? Ja, ich habe die Les Paul für 119 verkauft. Ich muss die Schilder verwechselt haben, die Preisschilder, verstehst du? 119? Bist du sicher, dass die Les Paul war? Ja, ich bin dem Käufer noch hinterher. Ah, da kam dein Vater. Die ist mindestens das Doppelte wert. 340. Das stand auf dem richtigen Schild. Oh Mann. Spätestens heute Abend, wenn mein Vater Kasse macht, wird er es merken. Er ist sowieso schon sauer auf mich, weil ich nicht da war, oder? Ja, aber es gibt vielleicht noch eine kleine Chance. Also, wenn wir den Typ finden und ihm alles erklären, vielleicht lässt er mit sich reden. Wie willst du den denn finden? Ja, der Typ stand im Parkverbot und Knolle war auch da und hat sich fürchterlich über ihn aufgeregt. Und wenn wir sein Nummernschild haben, dann finden wir ihn auch. Und Knolle hat sich doch bestimmt seine Nummer aufgeschrieben. Ja, ein Versuch wäre es ja wert. Aber ich habe jetzt echt keine Zeit, mich um diese blöde Gitarre zu kümmern. Oh, scheiße! Winnie! Hey, Winnie, wo willst du eigentlich hin? Ich muss Pip finden. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Ich glaube, ihr geht's total schlecht.
Hoffentlich ist sie nicht wirklich weggelaufen. Nee, Moment mal, also ich gehe nicht zur Knolle. Ich bin heute schon den ganzen Tag drauf angemacht worden wegen dir. Du machst das. Hey. Bitte, Lorenz. Ich nehme auch alles auf mich. Es war ja nicht deine Schuld mit der Preisliste. Aber das ist jetzt egal, ich muss los. Na ja, gut, wenn du meinst. Na, Maxine, spielst du immer noch alleine? Besser als mit der Chaotentruppe. Hallo, Otto. Hallo, Lorenz. Du sag mal, ich hab ne Bitte. Also, Ihnen und ich, wir haben ein Problem und ich muss zu Knolle sie was fragen, aber ich kenne sie ja kaum und du bist doch ein guter Freund von ihr. Und? Ja, und ich hab mich gefragt, wenn ich vielleicht mitkommen könntest, eventuell. Kann es sein, dass du ein bisschen Angst vor ihr hast? Ein bisschen? Wieso denn? Die Frau ist Godzilla, das ist die absolute Gruseloma. Tja, Otto, kannst du nicht mitkommen? Zu Knöllchen? Ja klar, warum nicht? Finde diese Gruseloma, wie du zu sagen pflegst, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde sie ziemlich nett. Jeden Tag zur selben Zeit grüßt uns die Alltäglichkeit und sagen immer schön Hallo. Ja, ist Pip schon wieder zu Hause? Nein? Ja. Und gemeldet hat sie sie auch nicht. Aber du sagst mir sofort Bescheid, wenn, ja? Gut, danke. Nein, am Bahnhof war sie auch nicht. Ja, ich werde auf jeden Fall weitergucken. Gut, tschüss. Verdammt. Ja, und darum dachten wir, sie haben sich vielleicht die Nummer von dem Falschparker notiert. Sie bitte? Also, sehe ich vielleicht so aus wie jemand, der den ganzen Tag rumläuft und Falschparker notiert? Also, du solltest mich wirklich etwas besser kennen, hm? Otto Bichler. Wenn ich daran denke, dass ich dich früher sogar schon mal vor der Polizei versteckt habe. Ja, dafür bin ich dir auch ewig dankbar, Ulrike. Ja, meine ganz frühen Konzerte, da ging es manchmal ganz schön wild zu. Und, ja, und nach den Konzerten erst recht. Komm schon, Ulrike. Ich will den Jungs doch nur helfen. Denen? Ja, sicher. Die sind in Ordnung, glaub mir. Ja, nicht mehr ganz so wild, wie wir früher waren, aber immerhin machen sie gute Musik. Sie haben die Nummer also nicht? Nein, tut mir leid. Das war's dann wohl. Armer Winnie. Sein Vater wird ihm den Kopf abreißen. Na, das wollen wir doch erst mal sehen. Ich rede mit ihm. Oh Mann, Otto, danke, wenn wir dich nicht hätten. Aber vorher, Ulrike, hätte ich doch noch gern einen Kaffee. Wie früher. Hey Ela, warte. Wo bist du denn? Du hast noch Probe. Ich fahre jetzt zu Max. Es ist 4:30 und Pip ist noch nicht da. Aber wir brauchen eine Sängerin. Eine zuverlässige Sängerin. Sonst wird das hier nie was. Ela, wir sollten das mit Winnie besprechen. Well, I have been a witness to the perfect crime. I wipe the grin off of my face to hide the blame. It isn't worth the tears you cry to have Max. A perfect alibi. Max, weißt du, wo Pip steckt? Verpiss dich. Schon gut. Schon gut. Aber unter Winnies Rücken? Selber schuld. Wir haben jetzt lang genug auf ihn gewartet. Winnie wollte Pip suchen, ich weiß auch nicht, wo er steckt. Unser Manager. Tolle Organisation, klare Ansagen, immer pünktlich. Hi, Winnie. Was macht ihr denn hier? Wo warst du? Wir hatten Probe um 3. Sorry. Ich hätte die Probe absagen sollen. Zombie, 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 hey. Habt ihr Pip inzwischen gesehen? Oh, Pip, Pip, Pip. Geht es vielleicht irgendwann auch mal um was anderes? Es tut mir leid, dass ich euch versetzt habe. Aber Pip geht's heute wirklich sehr schlecht. Sie hat heute Morgen erfahren,
dass sich ihre Eltern scheiden lassen. Was? Wieso? War das nicht sowieso der Grund, warum sie bei euch gewohnt hat? Ja, nein, also das heißt, sie hat immer gehofft, dass sich die beiden vertragen. Und jetzt ist sie total neben der Spur. Sie ist, ich weiß auch nicht. Ich mache mir echt Sorgen. Wieso? Ist was passiert? Nein, noch nicht. Aber so wie sie drauf ist, ich habe schon überall gesucht. Will sie denn einfach so abhauen? Ja, vielleicht. Sie hat mal gefragt, wo die beste Stadt zum Trampen ist. Ja? Wenn sie nach München will, dann gibt's ja noch eine. Sorry, aber ich muss los. Wenn sie auftaucht, ruf mich an. Scheidung. Scheiße. Wo bleibt ihr denn? Ich warte schon die ganze Zeit drüben bei Max auf der Brücke. Wieso? Na, ich wollte filmen, wie er Max wieder in die Band holt. Sieg im Zickenkrieg. Pip raus, Max rein. Tja, daraus wird nichts. Wir werden Pip nicht so einfach aus der Band werfen. Nein. Die Gitarre hier. Na, weißt du, Frank, realistisch kannst du maximal 180 Euro dafür verlangen. 120 kostet sie im Großhandel. Dein Verkaufspreis war absolut überrissen. Jetzt guck doch nicht so. Ich habe schließlich eine Familie zu ernähren. Ach, die Gitarre war gar nicht so teuer? Ist schon gut, Lorenz. Du hast genug geholfen. Danke, Onkel Frank. Tschüss, Otto. Hallo. Hey. Hey, Leute, Ladenschluss. Kommt ihr Mittagessen? Es gibt Spaghetti. Ich habe vorhin eine Pizza in den Ofen geschoben. Ja, vor 3 Stunden. Total verkohlt. Ich musste 2 Stunden lüften. Also wenn Rosa nicht ab und zu käme, wären wir längst verhungert. Naja. So viel zum Thema Familie ernähren. Komm. Was willst du hier? Bist du mein Kindermädchen oder was? Sophie hat mir alles erzählt. Was? Ja, die Sache mit der Scheidung und so. Tut mir echt leid. Lass mich in Ruhe. So, was willst du eigentlich in München? Deine Eltern sind doch noch in Ägypten. Komm, lass uns erstmal weg von hier. Nun steig schon auf. Weißt du, damals, als meine Mutter gestorben ist, da war mir auch alles scheißegal. Ich habe solche Angst, dass mich mein Vater verlässt. Für immer. Ich habe so auf meine Mutter eingeredet. Aber sie hört ja nicht zu. Das ist ja das Schlimme, dass du nichts machen kannst. Nichts. Manchmal versuche ich auch mit meiner Mutter zu reden. Aber deine Mutter ist doch tot. Oh, Winnie, es tut mir leid. Schon gut. Weißt du, du verlierst deine Eltern nicht wirklich. Du kannst jederzeit mit deiner Mutter oder deinem Vater reden. Und sie hören dir zu. Ehrlich. Hey, und außerdem, siehst du mal von der positiven Seite, ne? Scheidungskinder werden gnadenlos verwöhnt, habe ich gehört. Darauf kann ich verzichten. Siehst du, geht das schon besser, oder? Reden hilft ihm doch. Und warum reden dann Frank und Ludwig nicht miteinander? Ist ja nicht zum Aushalten. Naja, mein Vater ist eben total sauer auf Ludwig. Du weißt schon, der alte Streit zwischen ihnen, als sie die Band aufgelöst haben. Mein Vater konnte ohne Ludwig nicht weitermachen. Warum können die sich nicht endlich vertragen? Echt, ich finde es total krampfig. Sagt dein Vater das, sagt dein Onkel jenes. Ich kann es nicht mehr hören. Du hast ja recht. Weißt du was? Ich verspreche dir, dass Frank und Ludwig sich wieder miteinander versöhnen. Das will ich sehen. Hey, alles nur eine Frage der Taktik. Ich meine, sind doch nur ganz normale Erwachsene. Spinner eben. Du kriegst das hin. Oh. Siehst du? Winnie wirft so schnell nichts aus der Bahn. Oh.